Erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang, wie du zur Schauspielerei gekommen bist, wie du zum Theater gekommen bist. Also ich bin sozusagen als Frau auch vor allem ein bisschen spät erst an die Schauspielschule gegangen. Ich habe nach dem Abi, war ich im Ausland und habe Praktika gemacht im Medienbereich beim WDR, bei Viva, wusste nicht genau, was ich machen soll, habe Medienmarketing studiert an so einer Hochschule. Habe alle möglichen Sachen ausprobiert und habe dann irgendwann gedacht, und ich wollte schon immer Schauspielerin werden, muss ich dazu sagen, beziehungsweise um nochmal ein bisschen zurückzugehen. Mit 16 hatte ich das erste Mal für eine Theatergruppe in Bonn. Ich bin im Bonn-Kölner Raum groß geworden, ich bin eine rheinländische Mädche. Hatte ich sozusagen meine ersten Erfahrungen mit der Theatergruppe Junge Bühne Brotfabrik, und das war eigentlich so das Erste, was ich gemacht habe. Wir haben selber ein Stück geschrieben und das waren die ersten, also Steps sozusagen auf der Bühne, und ich wollte, wie gesagt, als Kind schon immer spielen, hatte ich schon immer Lust, das zu machen, und das war meine erste Erfahrung und habe gedacht, okay, das ist eigentlich schon das, was ich will. Und ich glaube, ich habe mich nicht getraut oder habe gedacht, ich rutsche so ein bisschen rein. Und man hört natürlich auch viele, die sagen, als schwarze Schauspielerin ist es schwierig in dieser Branche und so. Dann habe ich 2003 eine Rolle gehabt über mehrere Folgen in der Lindenstraße. Da habe ich eine AIDS-kranke Nigerianerin gespielt, die natürlich kein Deutsch spricht und den Sohn ihrer verstorbenen Schwester ihr abgeholt hat. Da hatte ich irgendwie ein paar Drehtage, das war auch sozusagen so meine erste größere Dreherfahrung, und habe gedacht, ach, mal gucken, was passiert. Und habe dann für mich irgendwann festgestellt, wenn ich das ernsthaft betreiben will, muss ich schon an die Schauspielschule, und bin dann erst mit 25 in Köln ans Theater der Keller gegangen, an die Schauspielschule. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen. Also ich bin jetzt seit 8 Jahren hier in Berlin und habe mich seit der Zeit in Berlin so durchgekämpft. Ich glaube, so wie es jeder macht, mit so Kurzfilmen, die man macht, und dann Theaterprojekten, die ich hatte. Und dann kamen so ein paar Sachen nach und nach dazu. Du hast gerade schon erwähnt, dass du ja sozusagen ein rheinisches Mädchen bist und trotzdem dem Klischee nach nicht so aussiehst, wie man sich die typische Rheinländerin jetzt vorstellen würde vielleicht. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Stereotypen, Rollencasting, mit Diskriminierung im Kulturbetrieb? Also eigentlich, ehrlich gesagt, ständig. Ich habe letztes Jahr das erste Mal, glaube ich, eine Rolle gehabt, also für jetzt, ich meine jetzt fürs Fernsehen oder fürs Kino, geht jetzt von großen Produktionen, wo es nicht darum ging, dass ich schwarz bin, habe ich eine Kriminaltechnikerin gespielt, die also auf einem Kommissariat arbeitet. Und ich weiß noch, als meine Agentin angerufen hat, meinte ich so, und warum wollen die mich? Und sie, ja, ist einfach eine ganz normale Rolle, du hast die jetzt. Ich so, ja, steht da in dem Buch drin, dass ich eine Schwarze sein muss? Nee, auch nicht. Und dann habe ich das Buch gekriegt, habe gedacht, okay, cool. Also es wird mal langsam Zeit. Das ist leider, in den letzten Jahren habe ich in einem Kinofilm bei Huckleberry Finn, habe ich eine Sklavin gespielt, das Adlon, so eine ZDF-Dreiteiler, da habe ich das Dienstmädchen Gala gespielt, mit ganz wenig bis gar keinem Text. Und ständig, also wenn meine Agentur anruft und mich fragt, dann sage ich auch mal, wenn es eine Rolle ist, als Refugee, Dienstmädchen oder sonst irgendwas, brauche ich nicht zum Casting kommen, weil kann ich. Also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Jetzt gerade drehe ich einen Kölner Tatort, da bin ich auch wieder Refugee. Ich bin da auch mal ein bisschen hin und her gerissen, weil ich fühle mich definitiv nicht als Opfer. Es ist, ich glaube, wenn du eine blonde Frau bist mit großen Brüsten, wirst du auch dementsprechend besetzt. Alle Schauspieler haben es schwer. Bei Schwarzen ist es natürlich nochmal was anderes, weil die Rollen, die wir bekommen, diese stereotypischen Rollen, die du es gesagt hast, natürlich auch einfach mit diesem Klischee zu tun haben, die in Deutschland immer noch Vorrang haben. Das ist eigentlich das Problem damit, dass das Bild des Afrikaners immer noch so skizziert wird. Also es gibt auch schwarze Ärzte, schwarze Kommissare, es gibt in allen Bereichen schwarze Menschen, die erfolgreich sind, aber das wird im Fernsehen leider nicht so oft gezeigt oder fast nie. Das ist eigentlich das Problem damit. Also dass ich es jetzt schwierig habe als Schauspielerin, das ist eigentlich nicht das Problem für mich. Also ich fühle mich jetzt nicht als Opfer und diskriminiert, aber es ist einfach das Gefühl, dass die Branche leider nicht so weit ist und im Theater auch nicht.
Also bis auf das Gorki, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt von keinem großen Haus, das im Ensemble schwarze Leute hat oder überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund. Hast du das Gefühl, dass dann ein Abend wie die Schutzbefohlenen jetzt da richtige Wege geht, grundsätzlich? Auch da bin ich ja letztendlich nur, sage ich jetzt mal, nur besetzt worden, weil ich schwarz bin. Also es ging auch da darum, es ist ein politisches Stück, es geht um Refugees. Klar spielen da auch weiße Schauspieler mit, aber es ging auch darum, diese bunte Mischung der Schauspielerfront, die wir darstellen. Und hat Nikola sich sogar auch bei mir entschuldigt und meinte, ja, tät ihm auch leid und ihm ist auch bewusst, dass er im Grunde genommen genau das macht, was er auf der Bühne zu wieder, dem er wieder zu widersprechen versucht. Aber letztendlich ist es auch da der Fall. Also das Stück ist unabhängig jetzt von dieser Debatte natürlich total wichtig, finde ich. Egal wie man es findet, ob man es jetzt gut findet oder schlecht, ich glaube, darüber zu reden, die Leute nochmal darauf aufmerksam zu machen, was sowieso geschieht aufgrund der jetzigen politischen Lage. Aber ich glaube, das ist super wichtig. Ich glaube schon, dass die Leute, man hat eine andere Distanz dazu, wenn man in der Tagesschau wieder mal hört, dass ein Schiff untergegangen ist. Ich glaube, wenn die Leute hier so nah sitzen und auf die wird von den Refugees mit den Fingern auf die gezeigt und man fragt sie, was denn hier gerade passiert. Also ich sehe immer ganz viel Betroffenheit und ich glaube, ob es jetzt was ändert oder nicht, aber dass jetzt die Leute was anderes mitnehmen. Das ist schon wichtig. Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern im Theater, im Film? Ja, also ich finde, das ist ja eigentlich das, was das Fernsehen und auch die Bühne, was die behaupten, also wenn die Wirklichkeit widerspiegeln wollen, ja, also meine Wirklichkeit, gut, ich wohne jetzt nicht in Brandenburg, findet eine andere Wirklichkeit statt, aber ich meine, wenn die eine Wirklichkeit widerspiegeln wollen, wie in einer Stadt wie Berlin, dann es gehört einfach dazu, wir sind unterwandert, also es sind ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, überall in den großen Städten. Also die Leute kennen das und es gibt auch, glaube ich, kaum Leute, die umkippen, wenn sie Schwarze sehen im Fernsehen. Also es ist vielleicht noch ungewohnt, aber ich finde, diese Selbstverständlichkeit, dass es Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die in den großen Theatern, an Schauspielschulen, da fängt es ja eigentlich an, die zu etablieren und nicht zu sagen, wir haben jetzt einen Schwarzen aufgenommen, das reicht aber. Also das müsste sich eigentlich ändern in den Köpfen der Leute, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es normal ist, als Mensch mit Migrationshintergrund auch deutsch zu sein. Dankeschön. Ich wollte Sie nur noch einmal ankommen. Ein bisschen witzig.